Hallöchen, herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider Legend. Nach unserer ersten Erfahrung mit Tomb Raider, dem neuen aus 2013, widmen wir uns dieses Mal einem etwas älteren Spiel aus dem Jahre 2006, der erste Teil der Trilogie, bestehend aus Legend, Anniversary, der Neuauflage des ersten Teils und Tomb Raider Underworld. Und da möchte ich euch nicht lange vollquatschen und unsere Lara hier ist auch schon ganz hibbelig. Dann würde ich doch mal sagen, laden, neues Spiel. Ich spiele übrigens mit dem Gamepad, weil ich habe, glaube ich, noch kein Spiel so oft gespielt wie Tomb Raider Legend. Und damit ich es mir ein bisschen schwieriger mache und ihr ein bisschen was zum Lachen habt, wenn ich wieder irgendwo runterstürze, habe ich mir gedacht, hey, komm, schließ mal das Gamepad an, weil ich bin sowieso so ein Gamepad-Nut, aber dazu später. Mittel klingt gut. Und dann starten wir doch gleich. Let's go! Vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Landcraft, Mayday, Mayday! Hier ist Bravo Tango 229. Backbordmotor verloren. Versuche, Querfahrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmotor reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Oh, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Ehrlich, Sip, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern! Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Juhu, ein Standbild. Was ist jetzt los? Hallo? Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinesrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Ja, damit hatten wir auch schon das erste Standbild. Das hatte ich aber auch jetzt zum ersten Mal. Zum Gamepad-Spielen ist auch immer wieder faszinierend. Drücken Sie eh zum Kicken. Stell mich über drauf. Und einmal... like a Sir, oder? Juhu! Das hat Spaß gemacht. Wir steigen jetzt mal rauf. Na komm. Hey, wirf mal einen Blick auf deinen PDA. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Mein Gott, war das ein guter Witz. Oh, da schieße ich. Wenn ich ein PDA wäre, wo würde ich... Oh.
Ich scroll gerade das PDA. Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ah, hier. Hier ist es der Bag. Okay. Das ist unser gutes PDA. Das zeigt an, wie viele... also unten links sieht man, wie lange wir brauchen bis jetzt. Also die Statistiken, wir sind Abenteurer, wie viel Gold, Silber, Bronze-Dinger wir gesammelt haben, Einsatzziele, Daten und das Ganze. Und wie wir ja gehört haben, wenn wir ihn essen, dann müssen wir eine Stunde warten. Ah, J ist eh ausgezeichnet. Da ist noch ein Bronze-Teil. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Jetzt waren natürlich so schlau und sind hier runtergesprungen, sind wir natürlich wieder rauf. Ach ja, hätte ich das... das habe ich nicht mehr gedacht. Ich werde natürlich nicht alle diese Dinge sammeln. Also wenn das mir das eine oder andere von diese goldenen, die war ein bisschen schwer zu finden, mir da das eine oder andere doch abhanden kommt oder nicht auffindbar ist, bitte nicht hier gleich den Fame War... Den Fame War? Den Flame War, bitte. Bitte kein Flame... Okay. Fame War ist ganz nett, aber kein Flame War. Ja. Jetzt klettern wir hier diese super, richtig gut grafisch dargestellten Ranken hoch. Wer hat es anders erwartet? Und finden auch gleich einen Kontrollpunkt. Ach ja. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Wenn sie nicht auf den Bildschirm. Das ist so ein Teil, der ein bisschen nervt. Die sind ständig am Quasseln. Was ist denn los heute? Ich merke schon, Gamepad geht ja gar nicht. Skandalös. Komm, spielst mit Gamepad, kriegst du gar nichts mehr auf die Reihe, oder wie darf man sich das vorstellen? Oh, wir haben einen Kontrollpunkt entdeckt. Ganz was Neues. Mit E kann man übrigens schneller klettern. Muss halt allerdings regelmäßig E drücken, sonst hört die wieder auf, schneller zu klettern. Und weil es dem so gefallen hat, schwingen wir jetzt einfach gleich nochmal eine Runde. Wenn die Kamera mitmacht. So. Gucken wir es nochmal. Hui! Ja, geht doch. Wahnsinn. Blutiger Anfänger hier, geht ja gar nicht. Ein silbernes. Wir haben ein silbernes gefunden. Wie lasse ich los? Ah, so lasse ich los. Und wir sind Lara, wir brauchen kein Licht. Das ist schon der Ausgang. Yay! Hui! Ach ja. Die Landschaften bei Lara, bei Tomb Raider sind eigentlich schon immer recht schön. Außer bei, ich weiß nicht, den einzigen... Tief durchatmen, Sip. Sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Ach, sind das Herzchens. Solche herzenswärme, warme Menschen, die immer reinreden. Ja, die Schauplätze von Tomb Raider finde ich eigentlich sogar ganz cool. Schön. In irgendwelchen Dschungeln, Wäldern, Ruinen. So wie sie es gehört. Außer Tomb Raider Darkness. Dark Angel oder ich weiß es gerade nicht mehr, wie das genau wie das heißt. Ich fand das jetzt nicht so toll, das sind echt mir die Namen, glaube ich, auch einfach nicht gemerkt. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja, ich werde es wappeln sehen. Solche Leute will man im Freundeskreis haben. Diese... Kein blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Solche herzenswarmen Menschen möchte man doch in seinem Freundeskreis haben. Wer möchte solche Leute nicht kennen? Stein lässt Baum hochschnellen. Ihr könnt zaubern. Ob Lara auch machen kann, dass die Luft stinkt? Obwohl, sie ist ja Britin. Bei ihr riecht es dann nach schwarzem Tee. Orangenwitz auf Kosten Englands gecheckt. Und dass die das nicht gehört haben. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Ja, ist klar, Mann. Dass die das nicht gehört haben, wundert mich immer wieder aufs Neue. Ja, normalerweise sind die...
denkt man sich natürlich, sind die taub, haben die irgendein Problem zu Hause, dass sie das nicht gehört haben. Und wie ich vorher schon angesprochen habe, nervt es manchmal doch ein bisschen, dass die ständig reinreden. Aber hey, was willst du machen? Scheinbar wollen die auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Kannst du nichts machen. Hui. Mal schauen, ob ich da rüberkomme. Ach, geht doch. Was ist denn... Ah. Geht's nämlich gerade mit dem Kabel. Das ist natürlich auch sehr grandios. So. Was so schön war, geht's hier weiter. Wuhu. Einmal. Hallo. Und zweimal. Und hallo, dich kann ich noch. So. Schon scheiße, wenn man das Spiel so oft gespielt hat, also blind ist das hier nicht mehr. Es wird aber dann den anderen beiden Teilen besser. Weil die habe ich mir nicht so oft gespielt. So. Guck mal. Meins. Ach ja. Hey. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und verderben alles. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Das sind irgendwie 80-Linge, die schauen mich alle gleich aus. Möchtest du... Ja, danke. Ja. Hey, da ist sie! Warum bist du jetzt rübergelaufen, hey? Das gibt's doch nicht. Jetzt schießt der Sack auch noch auf mich, das ist ja skandalös. Und dann noch einer? Ja. Aber wir lassen uns nicht lumpen. Alter, der schießt immer noch auf uns. Ah, also, geht doch. Da war doch... War hier irgendwas? Aber diese Kameraführung mit dem Gamepad, die ist echt... Ja, da ist er. Traum. Genauso toll wie Kranfliegen hier. So. Jetzt umgehen wir den einen mal ein bisschen. Jetzt holen wir uns erstmal das da, bevor wir den anderen umgehen. Ist sie noch hier? Nein. Bin ich da. Mach grad Kaffeepause. Nee, ich mach Teepause, sorry. Tea Time. Ja, ja. Ist sie noch hier? Nein. Ist sie noch hier? Nein. Irgendwas gefunden? Nein. Sie ist entkommen. Nein. Sie ist immer noch hier. What the fuck? Irgendwas gefunden. Aua! Schlägt er mich runter? Ich glaub. Aua! Boah, Alter! Was bist du für ein Gentleman? Ja. Alter, Manieren legt der an den Tag hier. Ich glaub's schlägt 13. Der hat aber auch die Suppe der Freundlichkeit mit der Gabel gelöffelt, ey. Gibt's ja gar nicht. Ist bestimmt ein Ami gewesen. Entschuldigung. Ah! Branchenwitz auf Kosten der Amis gecheckt. Was gibt's noch für englischsprachige Leute? Ich könnte noch was über die Australier loswerden. Die Kanadier könnte ich auch noch mit ins Boot nehmen. Nein, natürlich nicht. So, zielen wir mal. Und tschüss. Warum hat der jetzt überlebt? Sag mal, heute ist mein Tag hier. Könntest du... Danke. Ach, diese Kamerasteuerung. Diese Steuerung im Pad. Jawohl. Juhu! Nein, bitte nicht über die Klippe! Boah, weh, du springst über die Klippe! Alter Finne! Hätte jetzt gar keinen Bock gehabt. Nicht über die Klippe fliegen, bitte. Ja. Testschuss, ob es auch gut haut. Hinhaut. Ich immer schon die ganze Muni aufsammeln, so wie es gehört. So, ein Minipack nehmen. Ach komm, mal ein Minipack. So. Es fliegen ja hier genug rum. Können wir uns mal eins bedienen. Ach so, genau. Das hatte ich nämlich letztens. Um die Sequenz anzutriggern, muss man erst die Treppe rauf. Besonders schmerzhaft. Amateure.
Ich möchte hier schließlich alles von dem Spiel zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal hier runter. Denn da ist nämlich noch was ganz Schönes. Wenn ich da hinkomme, versteht sich. Ach stimmt ja. Ich konnte es ja nicht wegschlagen, verdammt. So. Ist mir noch so ein tolles Ding. Vor Freude erst mal mit dem Haken gegen die Wand. Das wird's ihnen zeigen. Kriegt die Wand richtig Angst. Das ganze Gemäuer, er zittert vor Angst. So sehr, dass Lara nicht hochkommt. Ja, lass mal los. Jetzt, geht doch. Guck mal, da liegt eine Waffe. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Hm, sieht doch überhaupt nicht mysteriös aus. Ui. Oh mein Gott. Schön, dass du es geschafft hast. Ja, wer kann, der kann. Jep, wer kann, der kann. Das ist unser Motto. Was ist das für ein Krempel? War das hier oder ein zweiter? Material weiter in den Berg hinein. Ja. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Haben wir wieder was dazugelernt, liebe Freunde? Ist auch essentiell für die Zukunft, falls wir doch mal auch was in den schweren Berg hineinkriegen müssen. Und ja, schwerer Berg habe ich mit Absicht gesagt. Also... Ja? Muss ich nur mal so angemerkt haben. Hui. So. Lass mal in die Wand. Wo sind wir jetzt hin? Da. Yay, Wasser! Unser erstes Wasser! Ab hinein. F ist tauchen. Ah, das ist F. Okay, cool. Ja, da zeigt man natürlich nicht die Tasten fürs Pad an. Warum denn auch? Wird ja auch überbewertet. Wir sind ja am Computer, wir können ja gefährlichst mit Tastatur spielen. Denkt sich scheinbar das Spiel auch. Pad wird überbewertet. Und jetzt tauchen wir. Das ist doch mal was Schönes. Ach, ich liebe diese Stelle. Als ich die erstmal gespielt habe, habe ich mich so erschreckt. Wegen dem kleinen Scheißtier. Aua. Vor allem, du kannst die auch nicht anspringen oder so. Ja, lad mal gemütlich nach, während eine Raubkatze auf dich losgeht. So. Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Knapp vorbei ist auch daneben. So. Ich bin ganz ehrlich, ich will das gar nicht so genau wissen. Ah, vermaledeizt. Ah. Und dass das die Kiste aushält, das wundert mich. So. Bevor die Kiste jetzt auf andere Ideen kommt, laufen wir doch rüber durch. Man weiß ja nie bei solchen Kisten. Vielleicht ist das ja ein Montagsmodell. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Na, ganz toll. Jetzt haben wir so eine tolle Funktion. Das können wir hier schön scannen. Das ist ein Mechanismus. Ach, sag bloß. Guck mal. Das ist ziemlich cool. Auch ein Mechanismus. Das ist eine Kiste. Das lässt sich sicher bewegen. Was für eine Kiste. Ja, habt ihr wieder was dazu gelernt? Ist ja immer wichtig. Jetzt muss ich bloß gerade gucken, bevor ich hier die Kiste... Ah, genau, da war's. Weil hier im Raum kann man nämlich auch zwei Schätze sammeln. Drei genau genommen. Fällt mir gerade ein. Der dritte, der muss es noch ein bisschen tricky mit dem Holen. Das wollen wir gleich zeigen. Ich muss erstmal die Kiste da hinschieben. So. Und die kleine Miezekatze, vielleicht seht ihr sie gleich, so hier in der Ecke. Das sieht man sie. Die verleiben wir uns jetzt auch ein. Ja, weggesprungen und trotzdem kriegt sie mich. Nee, ist klar. Ja, geht doch. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Wasser recht cool gemacht. Ist halt die, es gibt zwei verschiedene Varianten, wie man Tomb Raider Legend spielen kann, von der Grafik her.
Das ist jetzt die bessere Variante, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die normale ist in manchen Sachen, zum Beispiel so wie die Lara alleine aussieht, finde ich so die normale Variante besser. Vielleicht stelle ich es auch mal eine Folge um, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. So, hoffentlich kriege ich das jetzt hin, weil das ist mit der Kameraführung echt ein bisschen... Hey, cool, auf Anhieb. Passt. Mit der Tastatur, wenn man spielt, dann switcht die Kamera plötzlich und dann läufst du von der Kamera plötzlich auf die Kamera plötzlich zu. Und das ist ja klar, dass du dann plötzlich rückwärts läufst. Das ist dann immer recht... Ja, immer erstmal auf die Kiste. So gehört sich das. Lara sieht eine Kiste, erstmal raufklettern. Das ist ihr Beruf. Ihr Lebensmotto. Das meine ich nämlich. Das hat bestimmt jetzt nicht geklappt. Doch, es hat geklappt. Jetzt haben wir aber einen Lauf hier. Halleluja. Sehe mein Handy da. Muss ich gerade mal umdrehen, weil sonst sehe ich es nicht, wenn der Alarm losgeht. Ja. Gehst du jetzt mal... Wir müssen echt mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, aber das kann nicht sein, dass du ständig auf die Kiste klettern willst. Hast du da irgendwie eine Vorliebe entwickelt? Hast du da irgendwas Besonderes erlebt, dass du ständig auf die Kiste drauf willst? Sag mal. So, machen wir kurz so. Dann entsperren wir das hier. Das sieht man dann sehr schön, dann wandern die nämlich auf. Und jetzt machen wir mal das Türchen auf. Damit die Kiste nicht gleich runterrutscht, machen wir sie doch gleich mal passend. Nein, 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 nicht in die Ecke da rutschen. Mal diese Kisten hier. So. Mann, der Laden hier ist einfach irre. Das war damals sicher noch nicht so, als hier alles funktionierte. Was wir hier 1000 Jahre später sehen, ist nur die abgespeckte Version. Verdammt. Jetzt muss die wieder ein Stück runter, sonst komme ich nie ran. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, es reicht. Müsste reichen. Ihr werdet nämlich gleich sehen, was ich vorhabe. Aber zuerst müssen wir hier hochklettern. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit dieses Rum. Aber keine Sorge, das ist bald... Ja, hast du sehr schlau gemacht, Lara. Ich springe auch liebend gern gegen Kanten. Das ist so mein absolutes Highlight. Jetzt aber. Gut doch. Vor allem auch so wie der Dreck und diese Krümel darunter fallen. Das ist echt sagenumwoben. Nicht ganz cool gemacht. Habe ich hier gerade eine Ukulele im Hinterhof gehört. Ich glaube, ich muss ja gleich mit einem Eimer Wasser rumkommen. Hey. Fußball ist vorbei, Leute. Ich habe ja nichts gegen Leute, die das Fußballspielen frönen, die das mögen, was auch immer. Aber wenn die dann bis 4 Uhr morgens die ganze Zeit Stress machen und du schlafen willst, sondern am nächsten Morgen um 6:30 um 6:30 aufstehen musst, weil du um 7:30 in der Schule sein sollst, da kommen dann schon gerne mal gelegentlich Mordgedanken auf. Wenn du dieses komische Kind im Hinterhof hast, die dann in den vierten Stock die dann vorm Fenster steht, in den vierten Stock, ah nee, schreit, da denkst du dir auch immer deinen Teil. Irgendwann stelle ich mich neben sie. Ah, nee. Nein, was machst du? Lara! Musst du mich verarschen jetzt hier? Wenn wir die Scheiße hochklettern, das gibt's doch nicht. Ich von der Seite denke ich auch hoch? Natürlich komme ich da nicht hoch. Warum denn auch? Das ist überbewertet. Mann! So, noch nie passiert, dass sie da abstürzt. Lara Croft. Was ist doch mit Absicht, hä? Und schon wieder hochklettern. Mann, oh Mann, hey. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ist okay. Ich hab's verstanden, Lara, du hast keinen Bock, aber mach jetzt mal bitte weiter. Es ist jetzt hier keine Kaffeefahrt. Ja, nix da hinterspringen. Schon erwähnt, dass Lara manchmal ein bisschen stoisch ist. So, jetzt probieren wir es nochmal. Das wäre dir... Ich wäre dir sehr zu Dank verbunden, wenn du diesmal oben sitzt und oben stehen bleibst und nicht irgendwie gedenkst, da nochmal runter zu sausen. Denn wir sind ja nicht im Actionpark. Wir sind hier in der Ruine, die man schätzen lernt. Deswegen klettern wir auch auf allen möglichen Wänden rum. Weil wir sie so schätzen. So. Einmal.
Jetzt haben wir ja zwei. Ich habe gesagt, es sind drei. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt weit genug hoch runter gemacht habe. Damit wir da auch rankommen. Wenn es nämlich zu weit oben ist, dann kommst du nämlich mal ran. So, nochmal eins, danke. Und damit wir auch wirklich hochkommen, beziehungsweise da rüberkommen, klettern wir da hoch und springen darüber. Juhu! Was so schön war, klettern wir jetzt nämlich dahin. Ja, du sollst. Genau. Ah, genau, das war gut genug. Juhu, hoppa. Goldenes Dingens. Super Teil. So, und jetzt darunter. Oh oh. Und ich atme noch. Juhu, wir atmen noch, also kann es uns ja gar nicht so schlecht gehen. Ja, ich weiß, wo bist du? Da bist du. Gattest du jetzt mal, danke. Wie der uns immer erwischt, die Drecksau. Ja, erst mal das Licht anmachen, das wird's ihm zeigen. Lara, spring doch mal jetzt da weg, das gibt's... Boah, ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es. Ja... Diese kleine, miese Miezekatze. Stirb jetzt. Na, geht doch. Alter, hat die mich fertig gemacht, ey. Gibt's doch gar nicht. Böse kleine Miezekatze. Böse, böse. Böse, böse. Das ist böse, böse. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Boah, Lara, das wollte ich auch gerade sagen. Auf mir die Worte aus dem Mund zu nehmen. Gib es doch nicht. Braucht man richtig schöne, ernste, gruselige Musik, sagst du? Auf jeden Fall. So, passt. Nächstes Teil. Juhu. Das Zentrum des Bösen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gar nicht wissen, was für eine Zeremonie die hier getrieben haben. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Also ist jetzt nicht sowas, was ich jetzt unbedingt erleben möchte. Vielleicht möchtet ihr sowas mal sehen, wie so Kulturreise oder Touristenattraktion oder so, keine Ahnung. Aber für meinen Geschmack ist mir das etwas zu... Alter! Nee, das bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Vor allem, weil sie dann noch so ein Vorführopfer brauchen. Du dann die arme Sau bist, die drangenommen wurde. Das ist natürlich dann auch ziemlich mies. So. Und keiner räumt hier auf. Die Putze sollte gefeuert werden. Die ganzen Spinnweben hier sehen zwar dekorativ ganz nett aus, aber ist nicht. Lauter Staub. Ein Kontrollpunkt. Ist fast geschafft. Da steht Duschrauber. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was ist... Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Wer ist da? Oh Gott, nein!
Mutter! Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Ach, ist das ein netter Gentleman. Alter, Leute, entspannt euch. Die Brücke ist nicht zum Zerschießen geeignet. Hallo! Das ist antike Kultur. Jetzt geht's aber hier, Junge, ohne Schatten. Das ist eine Waffe. Erstmal wechseln. Nein! Ah! Göttest du jetzt bitte mal. Danke! Wuhu! Und dich gleich mit, du Unglückswurm hier. Wo ist das? Nein, nicht sterben. Ich brauche Money. Wo ist Money? Das Muni, das doch der Muni. Ah, wuhu. Erstmal rückwärts auf ihn los, das wird's ihm zeigen. Da war doch irgendwo ein Medipack ausgezeichnet. Um die Flanke, du Sau. Alter. Auch noch markieren. Wird immer schlimmer hier. Geht ja gar nicht. Da ist ja noch einer. Den spreng jetzt nicht an, sonst spring ich gleich vom Hügel runter. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Und damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Da setze ich mich doch für Freude erstmal gerade hin. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extra-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenzen, Biografien und Konzepte, Kostümauswahl, Objektmodelle. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das alles zeigen werde, aber wir haben es gemacht. Sie haben ein Zeitspiel freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü Level laden, aktivieren Sie den Schwierigkeitsgrad. Zeitspiel, um den Modus zu starten. Sie haben ein neues Kostüm freigeschalten. Wollen Sie es anprobieren? Gehen Sie in Laras Schlafzimmer oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level laden. Bolivian Tiwanaku, benötigte Zeit 31 Minuten 24. Zeitspiel gemastert? Natürlich nicht. Goldschätze 1 von 1. Oh, ich habe einen Silberschatz ausgelassen. Natürlich, ich bin so ein Depp. Ja, ich weiß, wo der ist. Hab jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Bronzeschätze, ja, passt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns im nächsten Kapitel bei Let's Play Tomb Raider Legend. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.